Beinahe jeder Österreicher kennt sie. Die Schwedenbomben. Seit 2 Jahren können Liebhaber der Schaumsüßigkeit in Wiener Neudorf in einem Workshop die Schwedenbombe selbst zusammenbauen. Nun kam bereits die 20.000. Besucherin und zu ihr gesellte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Seit über 90 Jahren gibt es die berühmten Niemetz-Schwedenbomben. Seit bald 4 Jahren befindet sich die Produktion am Standort in Wiener Neudorf. Hier habe die schaumige Nascherei eine neue Heimat gefunden, betonte Geschäftsführer Gerhard Schaller. Seit 2 Jahren können Fans an Workshops teilnehmen und sich als Hobbykonditor versuchen. Es gibt ihn deswegen, weil wir ja die alte Fabrik verlassen mussten. Die wurde ja noch verkauft vom Vorgänger, mussten dann in kurzer Zeit ein neues Heim suchen und haben dann gesagt, wir wollen dort die Marke auch erlebbar machen. Und das ist hier sehr gut gelungen. Wir produzieren ja in diesem Haus auch nach der traditionellen Konditormethode nach wie vor die Schwedenbomben, auch die Konditorriegel Manni und Svedi. Und deswegen passt das perfekt, dass hier also jeder seine eigene Schwedenbombe basteln kann. Nicht weniger als 20.000 Besucher haben hier bereits ihre ganz persönliche Schwedenbombe kreiert. Wie bastelt sich so eine Schwedenbombe? Es ist erst ein bisschen tricky, aber wenn man den Dreh raus hat, dann geht es eigentlich doch ganz leicht und man kann halt ganz viel naschen dabei. Was hast du gewonnen als 20.000. Teilnehmerin und wie wirst du dich daran abarbeiten? Ein Monatsvorrat an Schwedenbomben. Ich glaube, meine Kollegen müssen mir mithelfen und meine Familie. Ja. Sogar die Landeshauptfrau ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen. Sie dankte der Firma Niemetz für ihren Glauben an diesen Standort. Mit der Produktion von unglaublich erlesenen Süßspeisen seien hier viele Arbeitsplätze geschaffen worden. Wir haben jetzt die Schwedenbomben bei uns in Niederösterreich, die Produktionsstätte von einem wirklichen Kulturgut und letztendlich auch Kult ist für mich die Schwedenbombe. Seit über 90 Jahren in Österreich und jetzt in Niederösterreich. Und es ist eigentlich ein Traum in Erfüllung gegangen, dass ich endlich einmal meine eigene Schwedenbombe machen darf. Kann sie anfangen bei Ihnen? Also ich würde sie sofort engagieren. Sie hat sich so geschickt angestellt beim Schwedenbombenbasteln. Es war eine richtige Freude. Und ich habe ja schon gesagt, das ist... Job steht, weil wir suchen immer Leute, weil wir weiter ausbauen und sage ich im Moment gerade eine sehr gute Auftragslage haben, weil die Schwedenbomben eben sehr stark nachgefragt werden. Jetzt haben Sie auch eine riesen Schwedenbombe bekommen. Für wen ist die bestimmt? Also ich glaube, diese riesen Schwedenbombe werde ich mit nach Hause bringen und die Kinder sollen es dann morgen in die Schule mitnehmen. Süßes aus Wiener Neudorf. Es ist zu hoffen, dass sich noch viele Generationen die Frage stellen werden, ob die Schwedenbomben mit oder ohne Kokosraspel die besseren sind.